Franziska Holzheimer. Die angesagte Poetry Slammerin slammt sich nach einer Denkpause durch die neue schöne Arbeitswelt, insbesondere der neu entstandenen digitalen Berufe. Wann gilt etwas als Arbeit und wann hat Arbeit einen Wert? Wichtige Fragen, die zum Nachdenken einladen. Hi, hallo, ich bin's wieder, eure Franzi. Hi. Erstmal sorry, Leute, sorry, ich habe so lange kein Video mehr hochgeladen. Shame on me. Es war einfach so viel los, ich war super busy, aber dafür verspreche ich euch, ihr seid meine liebsten Follower. Der Beitrag jetzt wird echt mega. Schnitt. Die Recherchen für diesen Beitrag sind die schmerzhaftesten Recherchen, die ich je durchleiden musste. Yo, 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 die Flo ist am Start. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber letztens war ja wieder Bundestagswahl. Schnitt. Ich beginne mich selbst zu hassen. Und Angie hat mal wieder voll gerockt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich durfte Merkel ja letztes Jahr interviewen und tja, was soll ich sagen, sie war echt cool und so. Schnitt. Es hätte andere Themen gegeben. Ich meine, die Zukunft der Arbeit, Werte, Digitalisierung, da gibt es viel, viel spannenden Stoff. Aber ich wollte mich mit YouTubern und Influencern geißeln. Hey guys, hi. Ich habe eine große Ankündigung zu machen. Ich bin super aufgeregt. Ab Oktober geht mein neuer YouTube-Channel an den Start und inhaltlich geht es dabei um mich. Schnitt. Ich frage mich, ob das Aufnehmen dieser Videos genauso wehtut wie das Ansehen. Und ich frage mich, ob das Arbeit ist. Immerhin verdienen die Millionen damit. Aber gut, das ist kein Argument. Geld und Arbeit haben ja erstmal nichts miteinander zu tun. Frauen wissen das. Kennen Sie Sami Slimani und Dagi B? Die zwei, ach echt? Ich kannte sie ja gut, Sie kennen sie wahrscheinlich. Ich musste dazulernen. Für die, die sie nicht kennen, die zwei gehören zu den reichsten YouTubern Deutschlands. In einem ihrer Videos stellen sie sich gegenseitig sogenannte Challenges. Das heißt, sie versuchen, Wörter rückwärts aufzusagen, sich in die Augen zu schauen, ohne zu lachen und eine einfache Rechenaufgabe im Kopf zu lösen. Wow. Challenging. Als nächstes geht Dagi B aus dem Raum, um eine Pinzette zu holen, mit der sie sich gleich gegenseitig ein Nasenhaar ausreißen werden. Sami Slimani, jetzt allein im Raum, bleibt im Kameramodus und nutzt die Chance einer Werbepause für seine Kollegin. Dagi, du wirst es nachher sehen, wenn du das Video schneidest. Das ist jetzt eine kleine Überraschung für dich, so ganz spontan. Ich wollte dir schon immer mal sagen, du bist echt so auf dem Boden geblieben. Wo auch sonst, fragt man sich, ist 7 mal 5 geteilt durch 2 plus 14 im Kopf auszurechnen mittlerweile Grund genug für Arroganz? Das nicht, würden Dagi B und Sami Slimani vielleicht sagen, 1,5 Millionen Follower aber schon. Und es stimmt, das Nasenhaar-Video finden 1,5 Millionen Menschen sehenswert. Ich frage mich, warum? Warum dieser Erfolg? Worin besteht die Leistung? Im strategischen Dilettantismus, sagt die Süddeutsche. In den Outtakes und Versprechern, im perfekt getimten Lachanfall, im verrutschten Liedstrich beim Make-up-Tutorial, in kalkulierter Unperfektion, im Ich bin eine von euch, kurz im Sympathischsein. Die Währung ist Authentizität und das Handwerk Berechnung. Aber ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube, man überschätzt da diese Influencer. Weil ist diese Selbsterstellung wirklich kalkuliert oder nicht eher intuitiv? Folgt sie berechnender Überlegung oder nicht eher konditionierender Belohnung in Form von Klicks und Likes? Lügen Influencer, wenn sie sagen, das bin ich und sich selber glauben? Und wenn sie etwas bekommen dafür, haben sie es dann geschenkt bekommen oder sich verdient? Haben sie gearbeitet? Vielleicht ist das die zynische Erkenntnis in dieser neuen digitalen Werbewelt. Eine Leistung ist es dann, wenn man sich selbst nicht glaubt. Alles andere ist naiver Narzissmus. Andererseits, haben Sie mal versucht, einen perfekt gestylten Instagram-Account zu kreieren mit makellosen Fotos und einem einheitlichen Look and Feel? Ich auch nicht. Aber wir haben alle schon versucht, auf einem Foto nicht blöd auszusehen und das war schwer genug. Wann haben Sie das letzte Mal eine einminütige Aussage auf einen 10-Minuten-Beitrag gestreckt?
Gut, gestern wahrscheinlich. Aber haben Sie es auch geschafft, Ihr Publikum nicht zu langweilen dabei? Wie oft haben Sie ein Projekt mit beinharter Selbstdisziplin verfolgt, obgleich sich jahrelang wirklich niemand dafür interessierte? Und vielleicht hatten Sie schon mal die Idee, sich vor laufender Kamera gegenseitig Nasenhaare auszureißen. Aber haben Sie dann auch daran gedacht, die Pinzette absichtlich nicht im Raum zu haben, sodass einer von Ihnen diesen verlassen muss und der andere die Gelegenheit hat, Sie ganz spontan mit einer total authentischen Lobeshymne zu überraschen? Wann haben Sie außerhalb eines Vorstellungsgesprächs oder Ihres Profils auf elitepartner.de konsequent Werbung für sich selbst gemacht? Können Sie 7 mal 5 geteilt durch 2 plus 14 im Kopf ausrechnen? Und last but not least, die alles entscheidende Frage. Finden Teenager Sie cool? So wie 13-Jährige glauben wollen, dass Sami Slimani in seinen Videos authentisch ist, so will ich glauben, dass er berechnend ist. Dass da Leistung und Arbeit, ach, dass wenigstens ein Gedanke dahinter steckt. Weil dann das Ansehen ein bisschen weniger wehtut. Der Schmerz kommt ja nicht daher, dass diese Videos so schlecht sind. Nicht nur zumindest. Nein, der Schmerz kommt daher, dass jemand damit derart erfolgreich ist. Ich meine, wir haben uns daran gewöhnt, dass Menschen, die berühmt sind, Produkte in die Kamera halten. Neu ist, dass wer berühmt wird, nur weil er Produkte in die Kamera hält. Und wir haben eben erst gelernt, dass Narzissmus keine Krankheit, sondern ein Vehikel zum Erfolg ist. Neu ist, dass der Narzissmus an sich das Produkt für den Erfolg ist. Und wir wissen seit jeher, dass es Erben gibt, für die Können und Kapital in keiner Relation steht. Neu ist, dass Können und Kapital potenziell für niemanden mehr in Relation zu stehen scheint. In der bunten Do-it-yourself, Broadcast-yourself, in YouTube- und Influencer-Welt ist das die größte Bürde der Digitalisierung. Nicht, dass wir ständig erreichbar und skalierbar sind. Nicht, dass Roboter uns die Jobs wegnehmen könnten, sondern dass eine kapitalistische Urlüge zum ersten Mal wirklich wahr wird. Jeder kann es schaffen. Wirklich jeder kann auch völlig talentfrei zu den oberen 10% gehören, was wiederum bedeutet, dass 90% damit leben müssen, persönlich versagt zu haben. Deswegen tun meiner Generation diese Videos so weh, weil sie keine Ausrede dafür zulassen, nicht erfolgreich zu sein, weil sie sich ungerecht anfühlen, aber alle bekommen, was sie verdienen. Die Welt bekommt Videos von Dagi B und Sami Slimani, wie sie sich gegenseitig Nasenhaare ausreißen. Dagi B und Sami Slimani wiederum bekommen eine Karriere in digitaler Schleichwerbung dafür. Und ich bekomme Hornhaut auf der Hirnrinde beim Versuch, das zu verstehen. Warum versuche ich es auch? Wer heute zu viel denkt, ist selber schuld. In der gleichen Zeit hätte ich 100 YouTube-Videos mit belangloseren Gedanken füllen können. Wer weiß, vielleicht hätte ich jetzt schon meine erste Mille gemacht. Hat jemand von Ihnen eine Pinzette dabei? Dankeschön.